Alter, was ist das hier? Ja, nice. Geil. Ich freue mich. Ich glaube, das Ding ist richtig fett. Wir warten jetzt noch, was die anderen drei machen. Aber was soll da noch passieren? Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Rap Talk. Ja, ich habe kurz gedacht, dass du wieder anfängst zu singen. Und wir geben uns heute von... Zähl sie auf. Von PA Sports, Jamule, Kianush, Forti, Hamso und Ruhr, also LEP einfach, das komplette Label. Einfach LEP. Squad ja. X Showtime, also Squad / Showtime wahrscheinlich. Ja. Alter. Der Titel von dem Song alleine. Ja, das Ding ist, ich bin sehr gespannt, weil es eigentlich so komplett unterschiedliche Künstler sind, alle auf einem Song. Weil Pierre hat sein Label ja sehr breit gefächert aufgebaut, um alles so abzudecken. Aber alle auf einem Song ist schon interessant, auf jeden Fall. Wir hören es ja gleich. Also ich bin wirklich gespannt drauf, was da jetzt gleich kommt. Ja, ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass Jamule vielleicht die Hook macht oder so. Vielleicht hat er auch noch einen Part. Und vielleicht sind es auch zwei Songs. Ja, sind, ja, ja, komm, wir schauen mal. Wir schauen mal, bevor wir jetzt irgendwas Falsches sagen. Warte, stopp, warte. Ja, okay. Warte mal. Wenn wir das hier schauen, was machen die anderen in der Zeit? Abonnieren. So, und jetzt können wir loslegen. Okay. Einfach wie das aussieht, jetzt habe ich zu spät gestoppt, wie das aussieht, diese ganzen Namen untereinander. Krank. Ja, die Squad macht ein Step ins Geschäft, ey. Money Talks, keine Checks oder Handshakes. Royal Lock, nicht vom Store, sie ist handmade. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, überall Flatrate. Der Schuhkarton ist voll mit Money Stacks, ey. Wir haben Ressourcen, sure, die Life is fancy. Haben so 500. Okay. Oh, aber das ist okay. Das ist ein Switch aber von Jamule auf Hamso. Ich finde erstmal jetzt gerade krass, weißt du, so der Hund an der Leine. Hauptsache so eine Cuban Link. Ist das eine Cuban Link? Ja, kann sein. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Ketten nicht aus. Aber weißt du, so der Hund an so einer Leine einfach mal so kurz aus der G-Klasse raus. Ganz, ganz gechillt. Ganz, jetzt noch zu Jamule. Der kommt nice auf den Beat. Ja. Ich finde, Jamule kann sehr gut auf einen Song einsteigen. Ja. Weißt du, was ich meine? So die Einstiege von ihm sind immer richtig gut. Deswegen ganz gut, dass er angefangen hat. Finde ich nice. Und jetzt so der Switch zu Hamso. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, weil es wirklich so komplett so konträr ist. Oh, gehobene Bildungssprache. Oh. Gegensätzlich. Ja. Ja, komm. Dick wie die Klunker, der ohne Grund klatscht und dich zu einem Hund macht. Das sind nicht nur 100. 7 Stellen, Vertrieb gibt Geld. Ja, wir machen richtigen Umsatz. Life is Pain ist mein Kartell, plötzlich wollen sie heiraten. Ängstliches Erscheinungsbild im Schlitten, wir am Weihnachten. Bring mir deine Brüder und ich mach dich zu einem Einzelkind. 120 Kilo, ja, ich weiß, dass ich ein Haiwan bin. Sehr, sehr geil, sehr geil. Guck mal, gerappt. Der ist für mich nicht umsonst der Top-Newcomer des Jahres 2020. Und er hat das für da wieder genauso gezeigt. Der für hat mich genauso, ja. Der hat so eine geile Attitude auf diesem Beat auch. Ja. Digga. Leider bisher noch kein Hype. Ich hoffe, dieses Jahr kommt der dann langsam mal. Weil verdient hat das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr alles noch von Hamso kommt. Die Line, die bei mir jetzt von dem Ding hängen geblieben ist, so von wegen, bring mir deine Brüder und ich mach dich zu einem Einzelkind. So, Pfarr! Ja, Maschine! Sehr geil. Geil, richtig geil. Sehr geil. Ich glaube, jetzt kommt Forti. Schon wieder so ein krasser Break. Überleg mal, was für Switches da drin sind, ne? So Stil-Switches. Ja, eigentlich immer so komplett den Stil komplett wieder gebrochen. Da warten paar Kardashians draußen auf ein paar Bändchen. Phantom ist so random, werfe mit dem Benjamin. Nebel im Game, weißer Rauch. Auf meinen Shades ist ein LV. Preis von der Chain, so wie ein Haus. Yeah.
Haare sind weiß wie Kokain, Uhren mit Schweizer Emblem. Guck für ein Date, brauch ich safe, bisschen Weißwein und Hates. Laufen auf Partys die Songs, sind bei mir Flaschen umsonst. Die Bitches fragen wie kommst, ich bin der R&B Don. Ja, die Squad macht. Hat man so auch noch nie von Forty gehört, ne? Meine ich doch, Bruder, was war das für ein Flow? Und so richtig so Rap-Flow, weißt du, so richtig gerappt. Die eine Passage fand ich nicht ganz so nice. Aber jetzt den Abschluss von dem Part, da ist er ja mal ganz kurz, also ganz böse über den Beat auch gesteppt. Alter, was ist das hier? Ja, nice. Geil. Ich freue mich. Ich glaube, das Ding ist richtig fett. Wir warten jetzt noch, was die anderen drei machen. Aber was soll da noch passieren? Mach dein Step ins Geschäft, ey. Money talks, keine checks oder handshakes. Royal Lock, nicht vom Store, sie ist handmade. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, überall Flatrate. Der Schuhkarton ist voll mit Money Stacks, ey. Wir haben Ressourcen, sure, die Life is fancy. Aber so wie ich gesagt habe, dann Jamule macht die Hook. Das klang so nur wie ein Part, aber war die Hook, ne? Ja, ja. Aber geil. Ich glaube, jetzt kommt PL. Dirty, nee, jetzt kommt Kianus. Kann auch sein. Weil jetzt gerade hier bei mir im Shot ist Kianus. Vielleicht hängst du eine Sekunde zurück, aber bei mir steht hier Kianus gerade. Dirty X-mäßig. Ja, doch, kann sein, ja. So. Wollen wir? Okay. Wunderbar. The Bentley, poppe Champagne. Oh. Sie kommen mit MPs, wenn wir Cash zählen. Keiner kann mir wegnehmen, was ich jetzt lebe. Wir sind hier im Endgame ohne Handshakes. Diese Mac-Lights bringen Bad Vibes. Warum soll ich nett sein, wenn ihr frech seid? Polizisten machen Gang-Signs und sie rennen rein, weil ihr alle Fans seid von dem Rap-Scheiß. Mann, ich packe keine Packs ein oder streck weiß. Puh, mein Geschäft bleibt immer crackfrei. Steige von der Zelle gleich in den Benz ein. Meine Quote ist 6-1 auf dem Wettschein. Gib ihn. Das Bild gerade, hast du gesehen, wie Pierre da oben drauf saß? Ja. Gibt sich einen bösen Burger, so, ja. Ey, Beat Switch und dann brettert Kianus auf diesen, auch wieder auf dieses ganz Entspannte. Da. Sehr geil. Also bisher kann ich nichts an dem Song einfach irgendwie bemängeln. Einfach ein Brett. Geil. Ja. Spiegel bitte folgen, Boot, Tasche voll, Digga. Blue Lights. Immer wieder halten sie uns an, ohne Grund, what the fuck. Showtime. Guck im Rückspiegel bitte folgen, Boot, Tasche voll, Digga. Blue Lights. Immer wieder halten sie uns an, ohne Grund, what the fuck. Okay, komplett anders. Neue Hook. Ja, neue Hook. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Ruhe kommt. Oder PA. Ja, wir haben ja nicht mehr viel Auswahl. Wär aber so eine Sache, so Ruhe und PA dann so zum Schluss. Stimmt auch, so, weißt du, als dann der CEO, wie er sich gerne betitelt. Ja, so, genau. Dass er dann den Abschluss CEO macht von dem Song. Okay, komm. Komm. Aber auf jeden Fall auch die Hook von Kianus. Brettert, vor allem auch auf dem Beat. Alles. Ich fand den ersten Beat nicer und generell den Vibe auf dem Beat nicer. Aber kommt trotzdem auch böse. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Narrenfrei, so wie ein Diplomat, kam von 3 Kilo Gras hin zu 3 Mio Bar. Nein, ihr seid nicht so hart, wie ihr meint in den Parts. Und das wussten wir, bevor es diesen Scheiß-Virus gab, weil ihr alle rote Zahlen wie ein Mainz-Trikot habt. Desperados 3 feiert bald Kinostart. Wir radieren euch alle aus wie der Gambino-Clan. Hab in meinem Kofferraum um die 8 Kilogramm. Haare sind Okay. Es wurde mal ganz kurz. Desperados 3, ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, es wurde gerade mal ganz kurz, so einfach so mal eben Desperados 3 angekündigt. Ja, wurde ja schon so angeteasert, bisschen. Wo denn? So von ihm in seinen Insta-Stories und so. Okay, ich bin nicht so. Ja, aber mal eben so kurz in einem Song gesagt, so ja, steht jetzt, weißt du, bald kinoreif, geht ab. Ey, ich freue mich. Erst Crossover, jetzt wieder ein Desperados. Sehr geil. Ja, so jedes Jahr so ein PA-Kianus-Ding ist gut. Hat was. Okay. Kann ich mit leben, auf jeden Fall. Nicht nur du, glaubst mir. Okay, komm. Hör mal, was Ruhe macht. Die Ruhe.
11 from the block, ich hab immer krassen Stoff. Bitches jagen Cocks, aber mich jagen die Cops. Mit dem Ritz-Karten ein Loft und die Pisser nehm ich hops. Kill kleine Kids mit Kicks wie Black Widow. Bin Spezialist für Hits, bitch, I'm Big O. Chicks chillen Whips vom Vips sind Dick Billow. Fick nicht mit Lip, die Klick ist too sicko. Ruas bester Part, den sie bisher gemacht hat. Ja, ja, definitiv. Ruas bester Part, den richtig sie bisher geil gemacht hat. Richtig geil. Boah. Warum spittet ihr nicht so? Weiß ich nicht. Kommt noch. Wär sie mit so einem Song, mit so einer Art von Rap, mit dem ersten Song gewesen, Digga, ich wär komplett drin gewesen. Ja gut, aber du musst ja sagen, egal ob eine Ruhr oder ein Hamso, die haben sich ja bisher nur angeteasert. Stimmt mit auch, ein paar stimmt auch. So Singles, um mal so reinzuschnuppern so und reinschnuppern zu lassen. Und ich denke mal, dass jetzt dieses Jahr dann noch einiges kommen wird. Hoffentlich. Ey, wenn es auf so einer Basis läuft. Boah. Ja. Richtig krass. Guck mal, und jetzt überleg mal, was PA sich da für eine Squad aufgebaut hat. Ja. Das ist geisteskrank. Ja. Also für mich persönlich, LIP somit das stärkste Label. Mittlerweile, ja. Also was so die Einzelkünstler angeht, für mich das stärkste Label. Ja, haben die ja hier nochmal bewiesen, Alter. Guck mal, das klingt ja so, als wären wir voll die Fanboys. Eigentlich sind wir voll neutral. Wenn eigentlich wir so gar Song nicht, haben. Eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Aber das ist einfach nur, das ist genau das, was wir als Rap-Fans hören wollen. Ja. Fertig. Genau das. Ende. Ja. So, dann hören wir auch noch zu Ende. Showtime, guck im Rückspiegel, bitte folgen, boop, boop, Taschen voll, Dicke. Blue Lights, immer wieder halten sie uns an ohne Grund, what the fuck. Showtime, guck im Rückspiegel, bitte folgen, boop, boop, Taschen voll, Dicke. Blue Lights, immer wieder halten sie uns an ohne Grund, what the fuck. Ist übrigens, der Song ist übrigens auch auf dem PA-Album drauf, ne? Echt? Ja. Er hat ja seine Tracklist released und da stand der Song mit drauf. Ja, geil. Geil, ne? Wirklich geil. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf PA sein Album. Ja. Ich freue mich auch, ich weiß nicht genauso oder sogar ein bisschen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Desperados 3 gerade im Moment. Weil ich glaube, Desperados 3 geht stärker nach vorne. So. PAs Album ist ein ruhigeres Album, glaube ich, generell einfach. Ich weiß es noch nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Wir werden sehen. Muss man im so. Endeffekt reinhören, ja. Aber beide Alben sind bei mir in der Liste ganz oben. So, und dann mal gucken, was die anderen noch bringen dieses Jahr. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Unfassbarer Song. Also, unfassbare Songs. Eigentlich. Sache ist, und dann, wenn man gerade so diese Song-Konstellation jetzt gehört hat, könnte man, also ich kann mir richtig geil so einen LEP-Sampler vorstellen. Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Überleg mal, das ist so ein Sampler, den jeder, du dann auch gerne jeder hörst. Jeder einen Solo-Song, dann verschiedene Features untereinander und so. Sehr geil. Überleg mal, was da auch für Kombinationen rauskommen. Weil wenn Ruah so spittet mit einem Hamso auf dem Track, geil. Wenn Forti genauso mit Hamso wieder auf dem Track ist, ne, geil. Dann kann er mit Jamule wieder so ein Ding für die Weiber machen und so. Aber ich fand auch die Kombination geil. PA, Kianosch und Ruah. Stimmt. War auch sehr nice. So. Das passt alles irgendwie. Irgendwie passen die doch alle irgendwie dann doch noch zueinander. Obwohl sie so unterschiedlich voll sind. Geil. Weißt du, was ich meine? Voll geil. Sehr krank, sehr geil. Wirklich, wirklich geil. Ja, check die Videos über uns ab. Oh. Wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Und folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr alles. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Alles? Gar nichts. Auf Wiedersehen.